Herzlich willkommen bei Smart Bartending. Mein Name ist Kevin und heute zeigen wir euch 4 Cocktails mit Korn. An der Stelle auch Gruß an unsere Freunde von Kornfetti nach Hamburg. Starten tun wir heute mit einem Himbeer-Smash. Für den benötigen wir zunächst einmal einen Shaker, in dem wir 6 bis 7 Himbeeren hinzugeben und diese ordentlich muddeln. Nachdem wir die Himbeeren ordentlich durchgemuddelt haben, kommt Eis in unseren Shaker und dann geben wir schon den Korn hinzu. Von diesem benötigen wir dann 60 Milliliter. Natürlich wollen wir unseren Drink noch ein bisschen süßer machen, deswegen kommt der Rohrzuckersirup ins Spiel. Von diesem benötigen wir dann 20 Milliliter und nachdem kommt schon der Saft einer frischen Zitrone rein, von der wir in etwa 30 Milliliter benutzen. Und jetzt muss alles nochmal ordentlich durchgeshakt werden. So, das alles kommt jetzt nochmal in einen Tumbler auf Eis und dann wird das Double gestrained. Das machen wir aus dem Grund, da wir sonst Stückchen im Drink haben. Das wollen wir vermeiden und deswegen benutzen wir auch nur ein Sieb zu unserem normalen Strainer hinzu. Dann garnieren wir das alles nochmal mit einem Spieß mit Himbeeren und voilà, ein Himbeer-Smash. Okay, unser nächster Drink ist wirklich kinderleicht und zwar der Hamburg Bug. Dafür nehmen wir zunächst einmal einen Becher, in den wir Eis geben und dann kommt Konfetti dazu. Und zwar nehmen wir davor dann 60 Milliliter. Als nächstes kommt dann Zitronensaft mit in unseren Becher, davon brauchen wir dann 30 Milliliter. Und dann kommen wir schon zu unserer allerletzten Zutat, dem Gingerbier. Das füllen wir dann bis oben hin auf. By the way, wenn ihr fragt, warum wir diesen Becher benutzen, einfach aus dem Grund, dass es dann kühler ist und ich finde persönlich einfach ganz schön. Garniert wird das jetzt nochmal mit einer Zitronenzeste und voilà, ein Hamburg Bug. Okay, der nächste Drink wird euch wach halten und zwar machen wir jetzt einen Espresso Corntini. Dafür nehmen wir zunächst einmal ein Martini-Glas, das wir vorkühlen, indem wir einfach Eis reinmachen und ein bisschen Wasser. Dann nehmen wir einen Shaker, in den wir Eis geben und dann kommt schon unser geliebter Kornfetti wieder ins Spiel. Von diesem benötigen wir dann auch wieder 6 cl. Dann kommt der Kaffeelikör ins Spiel, von diesem benötigen wir dann 20 Milliliter. By the way, ihr könnt die ganzen Rezepte auch auf der Website von Kornfetti nachschauen, die markieren wir mal in den Shownotes. Dann kommt nochmal 10 Milliliter Rohrzuckersirup in unseren Shaker und ein Espresso. Von diesem benötigen wir roundabout 4 cl, also ein Espresso-Glas. Ich verkippe natürlich mal wieder die Hälfte. Und da muss alles einmal kräftig durchgeschickt werden. Ich hoffe, euch gefällt das Video bis hierhin. Und falls ja, lasst doch gerne mal ein Like und ein Abo da. Dann benötigen wir unser vorgekühltes Martini-Glas wieder. Und in das geben wir dann unseren Espresso-Cortini hinzu. Das könnt ihr jetzt nochmal optional mit 3 Kaffeebohnen garnieren. Ansonsten war's das. Ein Espresso-Cortini. Okay, der nächste Drink wird exotisch. Dafür benötigen wir schon wieder einen Shaker, den wir mit Eis füllen. Und dann geben wir schon wieder den Korn hinzu. Von diesem benötigen wir dann 50 Milliliter. Dann benötigen wir einen Granatapfelsirup oder auch ganz normal Grenadine. Von dieser benötigen wir dann 20 Milliliter. Und gefolgt von Limettensaft. Von diesem benötigen wir auch 20 Milliliter. Das entspricht ungefähr einer halben Limette. Und jetzt kommt das Besondere. Wir benötigen 2 bis 3 Fenchelsamen, die wir dann zerstoßen. Ich würde euch auch wirklich empfehlen, nicht mehr als 2 oder 3 davon zu nehmen, da es sonst viel zu intensiv wird und der Drink sonst nicht schmecken würde. Deswegen bleibt bei den 2 bis 3. Und jetzt wird alles noch einmal kräftig durchgeshakt. Benötigen wir ein Longdrinkglas, das wir bis oben hin mit Eis füllen. In dieses Longdrinkglas seilen wir dann unseren Drink ab. Auch in diesem Fall werden wir das wieder double strain. Ganz einfach aus dem Grund, dass wir so die Fenchelsamen nicht direkt im Glas haben, sondern nur den Geschmack. Nochmal Soda on top. Dann haben wir ein schön volles Glas und wir haben auch eine super einzigartige Farbe, die wirklich perfekt zum Sommer passt. Und garniert wird das jetzt nochmal mit einer Limettenscheibe, einen Trinkhalm und voilà. So, wie ihr seht, haben wir einige coole Cocktails damit gemacht. Es gibt nicht nur die Klassiker, die jeder kennt mit Fanta Korn oder Eistee. Wir haben eine Espresso Martini Variation, wir haben einen Hamburg Bug. Das ist erst ähnlich aufgebaut wie ein Moskau Mule. Und mein persönlicher Favorit ist auf jeden Fall die Martini-Version davon. Deswegen schreibt uns mal in die Kommentare, was euer Favorit ist. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.